wenn Menschen wieder in Berührung kommen mit dem, wovon sie sich eigentlich durch diesen Sozialisationsprozess, durch Erziehung und das, was wir Bildung nennen, abgetrennt haben. Wenn sie wieder mit dem in Berührung kommen, was sie eigentlich tief im Inneren ausmacht, als sie und auch mal ausgemacht hat, als sie noch nicht verwickelt waren, dann passiert das große Wunder. Dann kriegen die plötzlich wieder Kontakt. Die Psychologen sagen das immer zum inneren Kind. Aber es ist ja nicht das innere Kind. Es sind diese authentischen Anteile in einem selbst, die man aus seiner Kindheit mitgebracht hat. Aber jetzt soll man ja nicht wieder ein Kind werden, sondern jetzt bist du ein erwachsener Mann. Und du hast viel von der Welt gesehen, hast viel gelernt und dir Fähigkeiten angeeignet. Und wenn du die jetzt mit diesen authentischen Anteilen, also mit deiner Liebe zu dir selbst und deinen Kindern und zur Welt verbindest, da kannst du keine Zerstörung mehr in die Welt bringen. Das geht gar nicht mehr. Dann ist diese ganze Destruktivität zu Ende und dann machst du auch keinen anderen Menschen noch nicht mal mehr ein Gänseblümchen zum Objekt. Und dann guckst du, dass alles, was lebt, sich entfalten kann. So. Und wenn das Kinder erleben, dass Eltern so unterwegs sind, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das andere Kinder werden und dann später auch andere Erwachsene, als wir das bisher noch so erleben. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Mein heutiger Gast ist der wunderbare Gerald Hüther. Gerald begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren und ich freue mich riesig, ihn heute hier als meinen Gast zu haben. Ein paar kleine Hinweise noch vorweg. Mein nächstes Schulfrei-Coaching, meine Begleitung in ein Leben ohne Schule, startet am 7. September und du kannst dich ab sofort für den nächsten Kurs auf meiner Website auf www.chrisfader.de unter dem Reiter Schulfrei anmelden. Am 22. Juli gibt es das nächste Schulfrei-Live-Event mit mir, wo ich über unser Leben und unseren Alltag ganz ohne Schule spreche. Die kostenlose Anmeldung findest du ebenfalls auf meiner Website. Ich packe die Links aber alle auch in die Beschreibung zu dieser Folge. Viel Freude jetzt mit der neuen Folge mit Gerald Hüther im Open Your Heart Podcast. Gerald, ganz herzlich willkommen im Open Your Heart Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute mein Gast bist. Wirklich. Ja, ich mich auch, Chris. Wir schauen mal, dass wir uns ein bisschen gegenseitig und denen, die uns zuschauen, das Herz öffnen. Das ist ja eine gute Idee. Auf jeden Fall, ganz genau. Und ja, es ist mir wirklich eine Ehre, dich heute hier als meinen Gast zu haben. Und es gibt so viele Themen und Bereiche, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Gleichzeitig gibt es ja wirklich auch schon etliche Videos und Interviews mit dir da draußen, ganz tolle Sachen und natürlich nicht zuletzt auch deine Bücher. Ich habe hier auch ein paar neben mir liegen, wo ja man schon viel auch von dir und deiner Arbeit erfahren kann. Und ich möchte heute meinen Fokus auf ein Thema legen, das mich immer wieder jetzt vor allen Dingen in letzter Zeit erreicht. Und das ist das Thema der Medien oder des Medienkonsums vielmehr. Und es erreicht mich deswegen, also gar nicht, weil es bei mir mit meinen Kindern vor allen Dingen irgendwie eine Problematik darstellt, ganz und gar nicht. Ich habe da auch, glaube ich, meine Gründe oder ich glaube, ich kann das erklären, warum das bei uns kein Problem darstellt und keine Herausforderung. Aber da ich jetzt immer mehr Menschen und Familien und Eltern auch begleite auf einem Leben oder zu einem Leben ohne Schule, ja, ist dieses Thema doch sehr präsent bei vielen Familien. Vor allen Dingen stellt es vor große Schwierigkeiten und Probleme. Und da habe ich Lust, heute mit dir mal ein bisschen einzutauchen und da deine Sichtweise auf dieses Thema ein bisschen zu erfahren. Ja, gerne. Ich meine, das könntest du vielleicht sogar selber gleich beantworten. Wenn Kinder nach Medien so gierig werden, hat das etwas mit den schlechten Erfahrungen und dem Frust zu tun, den sie in der Schule erleben. Das würden deine ja dann nicht in dieser Weise spüren. Oder hat es etwas damit zu tun, dass sie in der Schule mit anderen Kindern in Kontakt kommen, dort in Gemeinschaften mit den anderen natürlich auch dazugehören wollen?
und deshalb in die Medien reingezogen werden, weil das die wichtigste Kommunikationsform ist, die die anderen alle benutzen. Also schon da an der Stelle merkst du, wie schwierig das Thema ist. Und ich vermute, dass die eigentlichen Probleme, oder ich vermute, dass du keine Probleme mit deinen Kindern hast, weil du sie dadurch, dass du sie nicht in die Schule schickst, auch nicht den Einflüssen dieser anderen medienaffinen Kinder und Jugendlichen aussetzt. Und dann gibt es keinen Grund, es gibt eigentlich keinen Grund, Medien zu benutzen. Und es gibt erst recht keinen Grund, Medien sozusagen als Instrumente zu benutzen, um Frust und Langeweile und andere affektive Zustände, wie wir das nennen, zu bewältigen. Das ist eben das Blöde an den Medien, dass sie eigentlich sind digitale Medien ja wunderbare Werkzeuge. Also, wir benutzen ja jetzt auch sowas. Und es ist großartig, dass das geht. Und solange man digitale Medien als Werkzeuge benutzt, auch in der Schule und auch schon als Kinder, ist das kein Problem. Das sehe ich. Das ist ähnlich, als ob du als Kind mit Hammer und Meißel irgendwas machst. Da musst du auch aufpassen und da musst du auch jemand zeigen, wie das geht, aber dann kannst du schon. Also, solange digitale Medien als Werkzeuge eingesetzt werden, um ein Werk zu vollbringen, also um da was nachzuschauen, um da irgendwie mit der Oma zu chatten oder sich sozusagen etwas zu tun, was man auf andere Weise nicht hinkriegt, dann ist das okay. Dann habe ich da gar kein Problem damit. Problematisch wird es dann, wenn digitale Medien, und das ist eben die Hauptnutzungsart, wie wir sie im Augenblick erleben, als Instrumente zur Affektregulation benutzt werden. Das ist so, als ob du Hammer und Meißel benutzt, um anderen Leuten sozusagen auf den Kopf zu hauen damit. Das ist auch Benutzung eines Werkzeuges zur Affektregulation. Mit unseren bisherigen Werkzeugen, die die Menschen erfunden haben, ging das noch nicht so richtig. Es gibt auch Leute, die fahren so Auto und nutzen das Werkzeug Auto, um anderen Leuten Angst einzujagen und ihren Frust abzulassen. Aber eigentlich ging das mit den bisherigen Werkzeugen, die wir als Menschen erfunden haben, noch nicht. Aber mit dem Fernseher geht es überhaupt nicht. Das ist ja gar kein Instrument. Also damit kannst du ja Affekte nicht gut abreagieren, weil du ja nicht aktiv sein kannst. Da sitzt du ja passiv davor. Deshalb macht das den Kindern auch keinen Spaß, das sich davor zu setzen und sich da belämmern zu lassen. Da musst du schon so alt sein wie ich, dass du dich da jeden Abend davor setzt, weil du es gewohnt bist. Aber diese digitalen Medien werden eben sehr gerne als Instrumente zur Affektregulation benutzt. Und wir dürfen das ja hier unter uns auch mal sagen, also ich weiß nicht wie viel, aber wahrscheinlich 2/3 der digitalen Medien werden im Bereich der pornografischen Industrie verwendet. Das ist Nutzung der digitalen Medien zur Affektregulation. Und das ist natürlich alles ziemlich blöd, weil auch schon als Kind, wenn du, oder erst recht als Kind, wenn du deinen Frust und deine Wut und deine unbefriedigten Gefühle, die du, oder Bedürfnisse, die du nicht anders stillen kannst, wenn du die dann mit Hilfe dieser digitalen Medien ersatzweise stillst, kannst du niemals lernen, wie du selbst damit umgehen kannst. Das heißt, du bist dann immer wieder, wenn du Wut hast oder Langeweile oder irgendeinen anderen Zustand, dann greifst du zu dem Ding und drückst auf den Knopf. Und du lernst es nicht, wie du das selbst machen kannst. Und das wäre aber die Aufgabe das wäre eine wichtige Erfahrung, die Kinder eben machen sollten, dass sie merken, dass es solche Zustände gibt und dass es Bedürfnisse gibt, die sie haben. Aber dann bitte sollten sie das im realen Leben lernen zu bewältigen oder zu stillen. Und mit den digitalen Medien geht das perfekt, sozusagen ersatzweise. Und das wissen die Designer und Hersteller dieser digitalen Medien natürlich ganz genau. Und deshalb bauen die das überall ein und machen diese Dinger so attraktiv für die Affektregulation, wie das nur irgendwie geht. Und da sind alle drauf reingefallen, auch viele Erwachsene nebenbei gesagt. Und das Ergebnis davon können wir jetzt uns anschauen. Eine ganze Generation von jungen Menschen wird sozusagen lebensuntüchtig, weil sie den ganzen Tag nur vor diesen digitalen Medien hocken. Das ist furchtbar. So.
Und wenn du dein Kind in eine normale Schule schickst, dann lieferst du das Kind diesen anderen Schulkameraden aus, die das alles so handhaben. Und wenn du da zu Hause 100-mal andere Regeln hast und andere Gewohnheiten, dann ist das nicht so ganz einfach für das Kind, dem zu widerstehen, was die anderen ihm da an tollen Sachen vorführen und einreden. So, dass ich also glaube, dass viele Eltern ihr Kind auch deshalb nicht in die Schule schicken wollen, weil sie das fürchten, dass das, worum sie sich zu Hause bemühen, in der Schule durch den Einfluss der anderen Kinder zunichte gemacht wird. Ja, tatsächlich ist das ein Punkt, würde ich sagen, von vielleicht so drei, wo ich die ich beobachte jetzt bei unserem Weg, dass eben tatsächlich meine Kinder gar nicht wirklich das Angebot haben an diesen Medien, weder Fernseher noch irgendwas anderes. Wir haben kein eigenes Handy und all diese Dinge. Und eben auch genau das Umfeld nicht haben, wo das dauernd präsent ist und man dann vielleicht ausgeschlossen wird, wenn man da nicht mitmacht und kein eigenes Handy hat und so. Dann habe ich noch zwei andere Punkte. Da würde mich auch deine Meinung sehr interessieren, wie du das auch aus deiner neurobiologischen Sicht siehst. Die zweite Komponente, die meinem Gefühl nach und meiner Beobachtung nach oft sehr unterschätzt wird, ist auch die Vorbildfunktion von uns Erwachsenen oder gerade uns Bezugspersonen, in meinem Fall jetzt als Papa, dass ich eben auch, wenn ich mit meinen Kindern bin, nicht an so einem Gerät bin. Also ich bin weder an meinem Handy noch an meinem Laptop oder sowas, sondern ich bin mit meiner vollen Aufmerksamkeit bei meinen Kindern und ich beobachte es ganz oft, dass die Eltern die ganze Zeit an diesem Handy sind, dauernd holen sie es raus und das Kind erzählt gerade was und trotzdem wird parallel irgendwie im Handy was rumgescrollt oder sowas. Also dass ich glaube, viele sich dieser Vorbildfunktion nicht ganz bewusst sind, oder? Kannst du das, würdest du das bestätigen? Ja, und nur noch mal kurz ein Nachtrag zu deinem Ansatz, dass es bei dir zu Hause eben keine digitalen Medien gibt. Das haben wir bei der Erziehung unserer Kinder auch versucht. Da gab es keinen Fernseher. Damals gab es ja noch keine digitalen Medien, aber wir hatten keinen Fernseher und das war dann schwierig. Und das wäre auch die Frage, mit der du dich dann herumschlagen musst. Was machst du, wenn die dann rausgehen ins Leben? So naiv in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien. Und wir haben das damals wirklich sehr schmerzhaft erfahren. Die Kinder sind dann ins Gymnasium gekommen, hatten noch nie irgendeine dieser Sendungen gesehen und sind dort gemobbt worden, ausgeschlossen worden, für blöd erklärt worden, weil sie von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Dort ging es in allen Gesprächen dieser Klassenkameraden immer nur um das, was in diesen Fernsehsendungen und mit diesen Popstars und mit diesen Serien passiert. So, das ging so weit, dass unsere Kinder sich dann Geschichten ausgedacht haben, die sie gesehen haben, was natürlich aufflog, weil die anderen wussten, dass das gar nicht so gelaufen war. Also furchtbar. Die haben gelitten wie die Schweine. Und das möchte ich eigentlich allen Kindern ersparen. Das ist furchtbar, wenn man dann aus der Gruppe ausgeschlossen wird, weil man also irgendein etwas nicht, wo man, weil man irgendwie nicht mithalten kann mit dem, womit die anderen aber doch mehr oder weniger tagtäglich beschäftigt sind. Also die Frage heißt, was machst du dann, wenn die Kinder raus müssen in das Leben, wo das alles nicht mehr verboten werden kann, weil es einfach überall eine Rolle spielt? Das ist ein Ding, wo ich glaube, das muss man, die Frage muss man schon dann auch sich selbst vorlegen und überlegen, wie das dann weitergehen soll. Diese Vorbildfunktion und das, was du da ansprichst, das hat zwei Komponenten. Das eine ist natürlich, der Albert Einstein hat das ja mal so schön gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, Kinder gut großzuziehen, und das ist, indem man Vorbild ist. Und dann hat er dran gehängt, und wenn es nicht geht, wenn es nicht anders geht, dann wenigstens ein schlechtes. Und das beantwortet beide Teile deiner Frage, weil das sind in Wirklichkeit zwei Fragen. Ein schlechtes Vorbild bist du dann, wenn du gar kein Vorbild sein kannst, weil du gar nicht da bist für das Kind. Also weil du auf deinem Laptop herumtippst und das gar nicht mit der Aufmerksamkeit bei dem Kind bist, dann wendet sich das Kind von dir als Vorbild ab und dann hat sich's erledigt mit einer Vorbildfunktion. Das ist dann, und wenn es nicht anders geht, ein schlechtes, weil dann sucht sich das Kind ein anderes Vorbild nach Möglichkeit, wenn es irgendwie erreichbar ist, eins, was das Kind sieht und was ihm zuhört und was dann auch da ist, wenn es Fragen hat.
Das heißt, du kannst in deiner Vorbildfunktion kläglich versagen, wenn du nicht für das Kind da bist. Und es ist natürlich auch nicht so toll, wenn du jetzt eine enge Bindung zu dem Kind hast und das bewundert dich als Papa und du bist wirklich der Größte und es möchte genauso werden wie du. Und du lebst ihm bestimmte Verhaltensweisen vor. Das sind ja auch immer Verhaltensweisen, hinter denen bestimmte innere Einstellungen stehen, die dieses Verhalten lenken. Und das Kind übernimmt diese Verhaltensweisen und gleichzeitig auch noch die dahinterliegende Haltung und Einstellung. Und dann hast du das geschafft, was wir schon seit Generationen machen, transgenerationale Weitergabe von immer demselben. Der Papa macht es so, der Papa verprügelt das Kind oder die Mama oder die ganze Familie und der kleine Junge guckt dem Papa zu, der übernimmt nicht das Prügeln, weil er es gesehen hat, dass der Papa prügelt. Und der übernimmt auch nicht das Prügeln, weil er selber geprügelt wird, sondern der sieht, dass das Prügeln des Papa, dass der prügelnde Papa sich durchsetzt. Der ist also erfolgreich mit seiner Scheiße, die er da macht. Und das ist dann der Grund, weshalb das Kind diese Strategie übernimmt im Inneren. Vielleicht macht es das noch nicht gleich so richtig, aber später wird es, wenn es mal Probleme hat, genau wie der Papa um sich schlagen und andere klein machen. So, das ist in der Stelle mir so wichtig, weil dann daran deutlich wird, dass das Kind nicht das Verhalten dieses Vorbildes per se übernimmt, sondern es übernimmt die Lösungsstrategie, die dieser Erwachsene gefunden hat. Und dann wird plötzlich klar, dieser Papa hat es auch schon nicht anders übernehmen können, als er noch ein kleiner Junge war. Da wurde er auch geprügelt und er ist auch so ein Prügler geworden. Und das zu durchbrechen, ist eine ganz große Kunst. Und da sehe ich jetzt eine junge Generation von Eltern, die das zumindest intuitiv verstehen, dass man das so nicht machen kann, dass man das, was man dem Kind vorlebt, dass das auch immer dazu führt, dass das Kind das übernimmt. Und dann merkt man, wie wichtig das ist, dass man eben in dem Sinne, wie wir das jetzt hier besprechen, ein gutes Vorbild ist. Und darüber kann man dann reden, was ein gutes Vorbild sein könnte. Weil da kann jetzt auch jeder was anderes darunter verstehen. Und vielleicht ist es am einfachsten, wenn wir sagen, wenn du jemand bist, der bedingungsloses Interesse zeigt an der Entfaltung deines Kindes, dann wärst du aus meiner Sicht ein gutes Vorbild. Und das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des anderen zu haben, ist immer Ausdruck der Tatsache, dass du den anderen liebst. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Definition für Liebe, bedingungsloses Interesse an der Entfaltung des anderen. Mit dieser Definition kannst du sozusagen dieses breitgelatschte Wort Liebe wieder auf die Füße stellen und es sozusagen von all dem Blödsinn befreien, der da im Rotlichtmilieu und für alles andere auch noch verwendet wird und wo überall dann Liebe gesagt wird und was anderes gemeint ist. Also deshalb gibt es auch Eltern, die sagen, sie lieben ihr Kind, aber sie haben kein unbedingtes Interesse an der Entfaltung ihres Kindes. Weil in dem Augenblick, wo ich ein unbedingtes Interesse habe, heißt das ja, ich mache das nicht von bestimmten Bedingungen ab, nämlich abhängig. Ich mache das nicht davon abhängig, ob mir das Kind jetzt gerade gefällt, ob mir sein Verhalten gefällt oder ob mir irgendwas anderes gefällt oder missfällt, sondern bedingungslos. Also ich nehme das Kind so, wie es ist und habe ein unbedingtes Interesse an seiner Entfaltung. Das ist eine große Leistung, weil du hast ja als Eltern, als Papa, hast du ja immer ein Bild im Kopf, was du da für einen kleinen Jungen großziehen willst oder ein kleines Mädchen und worauf es im Leben ankommt und was die alles so machen sollen. Das heißt, du kannst es nur ganz schwer fertigbringen, dich davon zu lösen und das Kind nicht zum Objekt deiner Wünsche, Vorstellungen und Ziele und Absichten und sonst was zu machen. Und das, sobald du aber sowas in der Birne hast, ist Schluss mit bedingungslos. Da hast du die Bedingung ja schon gesetzt. Dann hast du das Mädchen besonders lieb, wenn es immer so schön tralala macht. Und den Jungen hast du besonders lieb, wenn der also richtig weit Fußballbälle schießen kann. Das ist es aber nicht, worum es geht. Bedingungslos heißt zu gucken, wofür sich dieser Junge interessiert. Möglicherweise macht der nur deshalb Fußball, weil du immer so begeistert Fußball spielst. Und in Wirklichkeit spielt der viel lieber Klavier. Aber das siehst du gar nicht, weil du ja immer dich so freust, wenn er Fußball spielt. Und dann kriegt er deine Aufmerksamkeit. Die ist aber nicht bedingungslos, sondern die ist gebunden an seine Fußballleistung. So, jetzt habe ich aber mal ein richtiges Plädoyer gehalten für die Bedingungslosigkeit der Liebe.
Wow, das ist so schön und das trifft es gerade so gut, weil ich gerade, und wahrscheinlich jetzt, wenn diese Folge online gehen wird, ist es dann auch schon draußen mein erstes eigenes Album. Ich bin Musiker und Musikproduzent und Komponist und ein Song auf diesem Album heißt Bedingungslos und das geht genau um dieses Thema, dem ich mich viel befasse, eben gerade in Bezug auf meine Kinder und es ist so schön, wie du das gerade in deinen Worten zusammengefasst hast. Unglaublich toll. Vielen Dank dafür. Wow, das ist eine schöne Bestätigung. Ja, und du siehst, es ist total einfach. Also da muss man jetzt nicht studiert haben, um sowas zu erkennen. Das ist auch so, dass das im Grunde seines Herzens jeder weiß. Ja. So, wir lassen uns nur einwickeln. Wir lassen uns dieses tiefe innere Wissen über das, worauf es im Leben ankommt und auch über das, wie wir unser Kind ins Leben begleiten sollen, das lassen wir uns nicht nur einfach zumüllen, sondern wir sind bereit, es selber einzuwickeln, damit wir mit dem Kind in dieser funktionalisierten Welt bestehen können. Das ist, also wir machen nicht nur das Kind sozusagen zu einer Kümmerversion dessen, was das Kind werden könnte, wir machen uns auch selbst zu einer Kümmerversion, weil wir sind nicht wirklich frei. Wir richten uns bei allem, was wir tun, immer nach dem, wie das da draußen ankommt. Ob die uns da alle mögen. Und je mehr ich gemocht werden will, desto verlorener bin ich in dieser Welt, weil da steht Tür und Tür offen, wo ich dann durchlatsche, nur weil ich glaube, mich mag einer, wenn ich das tue. Denn deshalb ist es so wichtig, die Kinder so zu begleiten, dass die in ihre eigene Gestaltungskraft kommen. Das ist das, was ich für wichtig halte. Ja. Dass die sich als Gestalter ihres Lebens erfahren. Und das geht aber nur dann, wenn ich sie auch gestalten lasse. Also wenn ich denen alle Probleme aus der Welt räume. Und jetzt machen wir es mal ganz hart. Wenn ich sie also zum Beispiel vor der Schule beschütze, was sollen sie denn dann noch gestalten? Dann ist dieses Thema raus. Die haben keine Gelegenheit, das alles zu gestalten, was es da in der Schule zu gestalten gibt und all die Probleme zu lösen und lösen zu lernen, die man dort in der Schule hat. Ja, so rum kann man es ja auch mal sehen. Man kann ja auch sagen, die Schule ist ein furchtbares Übungsfeld, aber wer da durchkommt, der hat es drauf. Ja, weil der hat gesehen, wie man mit Verrückten und Besessenen und Unglücklichen und auch gemeinen Lehrern zurechtkommt. Oder nennen wir es mal jetzt nicht Lehrern, sondern Erwachsenen. Der hat gelernt, wie er mit Hintertriebenen und Heimtückischen und arg, also mit solchen ungünstigen anderen Gleichaltrigen zurechtkommt. Der hat auch gelernt, wie er das Problem löst, dass er da überhaupt nichts mehr bestimmen kann, sondern alles machen muss, wie das vorgeschrieben ist. Das musst du ja alles lernen im Leben. Ja, die Frage, die sich mir da stellt, lernt man das in der Schule? Also geht man raus und steht dann da und weiß damit umzugehen und weiß das richtig einzuordnen und für sich zu nutzen oder ist man eher gebrochen an all diesen Herausforderungen oder sowas? Und ganz kurz noch, um das richtig zu stellen, ich weiß gut, worauf du hinaus willst. Bei mir ist es aber tatsächlich so oder bei uns, dass ich überhaupt nicht den Ansatz habe, meine Kinder vor der Schule zu beschützen. Das ist gar nicht mein Ansatz, sondern bei uns hat sich das, weil du hast vorhin auch intuitiv erwähnt, das ist so ganz natürlich entstanden und wir haben einfach gemerkt und ich beobachte es, oder ich habe jeden Tag die Möglichkeit, es bei meinen Kindern zu beobachten, wie voller Freude und Begeisterung und Hingabe sie ihren Interessen nachgehen können, sie eben voll ihre Potenziale ausschöpfen und entfalten können. Jeden Tag bekomme ich diese Bestätigung und ja, dieses Glücklichsein dieser Kinder und auch die, wie sie es auch äußern. Und ja, das bestärkt mich natürlich extrem auf diesem Weg. Aber meine Kinder könnten zum Beispiel jederzeit in die Schule gehen, wenn sie das möchten. Also ich bin da gar nicht so, oh, Schule ist schlecht. Ich spreche auch gar nicht über Schule mit meinen Kindern groß, sondern mein Fokus liegt wirklich darauf, ja, dass meine Kinder genau diesen Rahmen und diese Geborgenheit bekommen, voller bedingungsloser Liebe, um sich genau so zu entfalten, wie sie es
wie sie es eben von alleine tun. Das ist wunderbar und das finde ich auch großartig. Und das ist aber nichts anderes als das, was ich auch meine. Nur, dass ich es eben auch noch auf den Bereich ausdehne, den deine Kinder jetzt nicht erleben. Die Frage heißt nicht Schule oder nicht Schule, sondern die Frage heißt, ist es mir gelungen, mein Kind so durch seine frühe Kindheit zu führen, dass es dort richtig stark geworden ist? Dass es in sich ruht, dass es weiß, was es kann, dass es sich durchsetzen kann und dass es auch sich nicht unterbuttern lässt. Also mit anderen Worten, ist mein Kind jetzt so geworden wie Pippi Langstrumpf zum Beispiel, um ein Bild zu haben. Ist das jetzt eine kleine Pippi Langstrumpf? Und wenn die eine kleine Pippi Langstrumpf geworden ist, dann kannst du sie überall schicken. Die macht keiner mehr kaputt. Also kannst du auch in die Schule schicken. Da eher würde diese Art von Pippi Langstrumpf, also deine Tochter, wenn die so stark wäre, die würde eher die Schule kaputt machen. Ja, so, also das ist das, was ich meine, damit wir den Blick sozusagen aufkriegen. Das Problem ist nicht die Schule per se, sondern das Problem ist, dass es uns bisher nicht gut genug gelingt, unsere Kinder so zu stärken, dass die auch durch solche schwierigen Erfahrungen hindurchgehen können, ohne da auch nur im geringsten darunter zu leiden. So, nun gebe ich dir recht, die Schule ist so schwierig geworden und die Verhältnisse in der Schule sind so schwierig geworden, dass ich da auch nicht ganz sicher bin, ob das mit der Pippi Langstrumpf klappt. Das wenn Schule wenigstens noch ein bisschen Raum ließe, dann würde das mit der Pippi Langstrumpf dann schon gehen. Die würde sich schon durchsetzen. Aber es kann auch sein, dass wenn meine Tochter so wie Pippi Langstrumpf wäre, dass sie dann am Ende in die Psychiatrie müsste. Und davor muss ich sie ja schützen, wenn ich sie bedingungslos liebe. Und deshalb kann ich es gut verstehen, dass man dann sagt, nee, so stark wie die sein müsste, kann ich das gar nicht schaffen. Das geht auch gar nicht. Das ist zu stark, zu übermächtig, das Ganze da draußen. Und deshalb versuche ich, dem Kind diesen Raum zu bieten, in dem es seine Entdeckerfreude und seine Gestaltungslust einfach nicht unterdrücken muss, um funktionieren zu können in diesem System. Ja, das ist toll, finde ich auch richtig. Ich hatte nur, du hast es ja schon richtig geahnt, ich hatte nur eben aufgrund der Erfahrung, dass ich sehr viele Eltern erlebe, die ihr Kind vor der Schule schützen wollen, weil sie selbst so schlechte Erfahrungen mit der Schule gemacht haben, habe ich auch immer ein bisschen die Tendenz zu sagen, geht es hier um die Schule oder geht es um deine Angst vor dem, was das Kind in der Schule erlebt? Ja. Und geht es darum, dass du das Kind ins Leben begleiten willst oder dass das Kind vor Problemen schützen möchtest? Und dann heißt, sagt der Hirnforscher, wenn man einem Kind alle Steine aus dem Weg räumt, lernt es nicht, wie man über Steine hinwegsteigt. Ja. Und das müssen sich viele Eltern sicherlich sozusagen nochmal auf die Stirn schreiben und sich gegenseitig auch deutlich machen. Das ist keine Hilfe, wenn ich einem Kind bei irgendeiner Sache helfe, die es eigentlich selber kann und die es vor allen Dingen auch selber lernen muss. Mhm. Also jede, schon beim Kinderstellen fragen, ja, und jedes Mal, wenn ich so antworte, dass das Kind aufhört zu fragen oder wenn ich gar Antworten gebe und denen erkläre, wie das mit den Maikäfern ist oder mit der Photosynthese und ich ihnen das erzähle, wie es ist, dann beraube ich sie der Möglichkeit, es selber rauszufinden. Das ist, also lieber mache ich Ihnen ein Problem, indem ich es Ihnen nicht sage und sage, kannst du mal ein Buch nachgucken oder jetzt kommt es im Internet. Ja, warum nicht? Da sind manchmal wunderbare Erklärungen besser als in den Büchern. Und dann kann das Kind das selber rausfinden. Und das, was du selber rausgefunden hast, das bleibt in der Birne hängen. Und das, was du da eingetrichtert gekriegt hast und nur auswendig gelernt hast, damit du die nächsten guten Zensuren kriegst, das bleibt doch da oben nicht hängen. Das ist alles wieder weg. Da gibt es ja inzwischen sogar Untersuchungen, die da zeigen, dass 2 Jahre nach dem Abitur fast alles wieder weg ist, was da bis dahin drin war. Oder wo man sich eingebildet hatte, dass das nun im Gedächtnis verankert ist für den Rest des Lebens. Nee, nichts da, das ist alles wieder raus. Das ist nur gelernt worden, um es in den Prüfungssituationen wieder von sich geben zu können, das bulimisches Lernen nennt man das ja auch gerne. Das braucht kein Mensch, also sowas. Auf jeden Fall. Ja, das ist spannend, was du sagst. Ich
ich habe mich sehr, sehr viel mit diesen Themen natürlich auseinandergesetzt, auch was, genau wie du sagst, was für Vorteile hat es, ein Kind in die Schule zu schicken. Ja, ich, wie gesagt, ich begleite jetzt heute Menschen und Familien, dort, die dahin möchten, die einfach merken, wow, für mein Kind ist es nicht, das sollte immer der Fokus sein, eben wie du sagst, nicht die eigene Angst oder die eigenen Themen aufs Kind übertragen. Und doch sehe ich zumindest bei meinen Kindern, dass in so einem Alltag natürlich genug andere Hürden oder wie du sagst, Steine im Weg liegen, die man bewältigen darf. Also ich glaube, dass man nicht zwingend jetzt in eine Klasse von 30 anderen reingesteckt werden muss, um gewisse vielleicht auch soziale Konflikte zu lernen und damit umzugehen. So, dass das normal, wenn man Teil einer Gesellschaft ist und im Umfeld mit anderen Menschen ist, dass das automatisch auch alles stattfindet. Ob das jetzt mit der Schwester ist oder den Eltern oder den Freunden. Ich denke, da besteht dennoch das Feld, um diese Dinge zu diese Fähigkeiten zu lernen. Ja, ich glaube, dass das wirklich gefährlich ist, wenn wir jetzt uns nochmal diesen Satz vor Augen halten. Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des Kindes. Dann musst du ja fragen, was ist denn das Schlimmste, was das Kind an der Entfaltung behindert? Das ist ja nicht Schule oder irgend sowas. Sondern das Schlimmste, was ein Kind an der Entfaltung behindert, ist die Tatsache, dass es sich, ich nenne das immer gerne, verwickelt. Und ein Kind verwickelt sich dann sehr leicht, wenn es spürt, dass es nicht in der Lage ist, seine Grundbedürfnisse zu stillen. Und die beiden Grundbedürfnisse heißen Verbundenheit mit der Familie und wo es herkommt. Und das andere Bedürfnis ist aber genauso stark und das heißt Autonomie und selber machen. Später Freiheit. So, und wenn du jetzt in einer Situation bist, in der dich deine Eltern zum Objekt machen, also zum Objekt ihrer Belehrungen, ihrer Bewertungen, ihrer klugen Ratschläge und dann womöglich auch noch ihrer Maßnahmen, dann bist du in einer Situation, wo du schon als Kind spürst, dass du nicht als Subjekt gesehen wirst, sondern wie ein Objekt behandelt wirst, also wie ein Kühlschrank oder ein Auto. Und das verletzt beide Grundbedürfnisse gleichzeitig. Das könnten wir miteinander hier durchspielen, wenn ich anfange, an dir rumzumeckern und zu sagen, wie blöd du dich wieder gekämmt hast und wie dusselig du aussiehst, ist das keine, also dann wirst du merken, ich behandle dich wie ein Objekt und mache dich zum Objekt meiner Bewertungen und damit zerreißt dieses kleine, dünne Band von Verbundenheit, was wir gerade miteinander aufzubauen dabei sind. So, und deshalb ist das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, dass man es wie ein Objekt behandelt. So, jetzt wird es richtig hart. Das ist sehr schwer in unserer Gesellschaft, weil wir uns alle wie Objekte behandeln. Kunde und Käufer, Unternehmer und Mitarbeiter, Lehrer und Schüler, Eltern und Kindern. Das ist sozusagen ein Rudiment aus der Zeit, wo alles noch so hierarchisch von oben nach unten dirigiert worden ist. Und das hat sich auch in unserer demokratischen Gesellschaft bis in alle Bereiche noch erhalten, auch in Parteien. Wo immer du bist, du erlebst, dass du da sozusagen in so einer Pyramide steckst, an irgendeiner Stelle weiter oben oder weiter unten. Aber auf alle Fälle, selbst wenn du fast ganz oben bist, gibt es immer noch einen, der dich wie ein Objekt behandelt und dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und das verletzt beide Grundbedürfnisse gleichzeitig. Also wenn Eltern ihre Kinder wie Objekte behandeln, fügen sie ihm einen großen Schmerz zu, weil das sehr schmerzhaft ist, wenn beide Grundbedürfnisse verletzt werden und zwingen das Kind nach einer Lösung zu suchen. Das hält nämlich das beste Hirn nicht lange aus, dass es in so einem durcheinandrigen Zustand arbeiten soll. Und dann sucht es, ob das Kind das nun aktiv betreibt und bewusst macht oder nicht. Es wird nach einer Lösung gesucht, damit das oben wieder besser passt und nicht so ein Haufen Energie verbraucht wird. Und eine der verwickeltsten Lösungen, die man da finden kann und die viele Kinder finden, ist die Unterdrückung ihres Bedürfnisses. Entweder des Bedürfnisses, dazugehören zu wollen. Das sind dann die Kinder, die zu ihrer Mama sagen, blöde Mama, weil die das Kind so oft als Objekt behandelt haben. Oder das Kind unterdrückt sein eigenes Bedürfnis nach eigenem Entdecken und Gestalten,
Und hat dann auf null Bock, auf nichts mehr Lust und null Bock auf Schule und Lernen und all das. Und das sind zwei ganz furchtbare Verwicklungen, weil wenn man als Mensch ins Leben rausgeht und sich nicht mehr auf andere einlassen kann, weil man sein Bedürfnis nach Verbundenheit so weit unterbunden hat, dass man am liebsten alleine ist und mit den anderen nichts zu tun haben will und sich dann auch später in der Beziehung nicht wieder auf den anderen wirklich einlassen kann, sondern den auch immer wieder nur benutzt, dann ist das furchtbar, eine endlose Verwicklung. Wenn man dann Kinder in so einer Beziehung kriegt, gibt es wieder dieselben Verwicklungen. Und genauso schlimm ist es, wenn man sein Bedürfnis oder seinen inneren Drang nach Autonomie und Eigenständigkeit unterdrücken muss. Und das passiert ja dann auch häufig, indem man sich selbst zum Objekt macht und sich selbst für blöd erklärt. Und sich selbst sagt, wie doof man ist und dass man nichts kann und Mathe kann ich nicht. Mama konnte auch schon kein Mathe und so ein Zeug. Das ist natürlich da ahnst du, das ist eine Verwicklung, die hört gar nicht wieder auf. Das hat, eins zieht dann das andere nach sich und dann kann es sein, dass die Menschen mit diesen Verwicklungen als Erwachsene gut in diese Gesellschaft passen, weil da alle verwickelt sind. Aber sie erleben das als Hamsterrad, indem sie da drin sitzen und kommen sie nicht wieder raus. Und dann, wenn du dich so verwickelt hast, müsstest du dich entwickeln. Also aus deinen Verwicklungen wieder raus. Und dann passiert was Großartiges, weil dann geschieht Potenzialentfaltung. Das Potenzialentfaltung ist nichts, was du machen musst. Das passiert von alleine. Das ist ein Grundmerkmal alles Lebendigen und jedes Kind wird es sich immer entfalten. Also das, was wir vorhin gesagt haben, bedingungslose Liebe, also das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des anderen heißt nichts anderes, als das geschehen zu lassen, was da automatisch geschieht. Und das ist aber, fällt den meisten unendlich schwer. So, und die Schule ist eigentlich nichts weiter als der Ort, an dem diese Art, Kinder wie Objekte zu behandeln, noch auf die Spitze getrieben wird. So, also, aber die meisten haben das zu Hause schon hinreichend kennengelernt, denen macht das dann in der Schule auch nicht mehr viel aus. Und die haben zu Hause schon gesagt gekriegt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und dann haben die schon dort ihr Bedürfnis, selber was gestalten zu wollen, hinreichend unterdrückt. Die haben zu Hause schon erfahren, dass der Papa immer nur mit seinem Handy beschäftigt ist und gar nicht mit dem Kind sich auf so eine Verbundenheit und sowas einlässt. Und dann lassen die sich auch nicht mehr auf andere ein. So. Und da sind die eigentlichen Probleme. Und natürlich kann ich das verstehen, wenn dann Eltern sagen, das möchte ich nicht. Also wir wollen unser Kind nicht wie ein Objekt behandeln und wir schicken unser Kind auch nicht in eine Einrichtung, die per Definition eine Einrichtung ist, wo das Kind als Objekt behandelt werden muss, weil sonst könnten sie dem keine Bewertungen geben. Sonst könnten sie es nicht unterrichten. Ich mache das Kind zum Objekt meines Unterrichts, meiner Bewertungen, meiner Maßnahmen. Ja, wunderbar. Und da kann man nur sagen, tolle Vorbereitung auf das Leben in einer Gesellschaft, in der sich alle gegenseitig zum Objekt machen. So, das ist jetzt so die frohe Botschaft zum Schluss. Das ist schon eine innere Verwandlung, wenn Eltern anfangen, das zu durchschauen und ihr Kind deshalb nicht mehr in solche Einrichtungen schicken. Weil sie sich sagen, dass sie das Kind schwer davor schützen können, dass es dort zum Objekt gemacht wird. Nur dann muss man dem Kind zu Hause all diese Kraft mitgeben, dass es sich das Wissen dieser Welt auch wirklich gerne aneignen möchte. Und jetzt kommen wir wieder zum Vorbild zurück. Und dazu gehört dann auch, dass man selber sich imstande fühlt, dem Kind zu erklären, wie die Photosynthese funktioniert. Oder die Integralrechnung. Wenn du das nicht drauf hast, dann verschließt sich für das Kind ein Bereich von kulturellem Wissen, den kann das kaum wieder nachholen. So, und deshalb, ja, liebe Eltern, schickt eure Kinder meinetwegen nicht zur Schule, aber sorgt dafür, dass die alles lernen, was es in der Schule zu lernen gibt, weil sonst ist auch schlecht. Ja, meine Beobachtung ist, also wenn ich so schaue, was meine Kinder wissen tatsächlich und drauf haben, um es mal so zu formulieren, da bin ich immer wieder sprachlos und frage mich tatsächlich, woher wissen die das alles? Ja, die lesen viele Bücher und die sind viel unterwegs und sprechen mit allen möglichen Menschen. Aber es ist so ein unendliches und eine unendliche Neugierde für Neues, für Unbekanntes, dass
dass dieser Wissensdrang, der kann gar nicht gestillt werden. So, also es ist so, das hört gar nicht auf. Und ja, ich habe es erst jetzt letzte Woche beobachtet. Meine Älteste hat einer Gleichaltrigen hier Mathe erklärt. Die hatte Mathe-Hausaufgaben und dann hat sie ihr das erklärt, wie man das rechnet, hat ihr noch zwei weitere Rechenwege gezeigt, wie es noch viel einfacher zu rechnen geht, ohne dass die eine Sekunde in ihrem Leben Matheunterricht so klassisch hatte. Aber sie hat durch das alltägliche Leben kommt man ja mit all diesen Bereichen ganz schnell in Verbindung. Das Leben funktioniert ja auch nicht in Fächern, sondern dann bist du im Backen, auf einmal kommst du auf Mathe oder beim Einkaufen oder sowas und schon bist du in den Themen drin und das Kind, das ist jetzt bei meinen Kindern die Beobachtung, interessiert sich intrinsisch dafür. Von alleine möchte es wissen, warum oder wie funktioniert das? Ich möchte selber bezahlen können im Supermarkt. Ich möchte selber wissen, was ergibt das? Was bedeutet das hier? 15% Rabatt? All diese Fragen. Und schon bist du, finde ich, in einem ganz anderen Modus drin, wo dann eben genau, wenn du es dann selber recherchierst oder ja, nachschlägst, dass es dann, wie du es vorhin beschrieben hast, auch hängen bleibt. Das reicht, das musst du dann auch nicht 10-mal wiederholen, sondern das ist dann abgespeichert. So. Ja, das ist ja auch die natürliche Form des Lernens, dass du bestimmte Probleme hast und dann rausfindest, wie das zu lösen ist. Dazu gehören auch solche Aufgaben, die man dann für sich selbst rausfindet und dann bleibt das im Hirn hängen, das ist alles gut. Deshalb ist diese Entdeckerfreude und Gestaltungslust, die ein Kind normalerweise besitzt, solange es nicht sich verwickeln musste. Das ist das Wichtigste, was du überhaupt mit ins Leben nimmst. Und wenn du dann noch für die Kinder einen Raum schaffst, der, in dem es sehr viel auch zu entdecken und zu gestalten gibt. Ja. Also wo es nicht nur zu Hause im Spielzimmer das Leben stattfindet, dann suchen die sich wie ein Schwamm, die saugen das alles auf. Das ist das, was dieses Sprichwort meint, um Kinder gut groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ja, dann können die sich dort alles zusammensuchen. Das machen die auch. Die eignen sich das gesamte Wissen dieser Welt an. Aber nur dann, wenn sie das wollen. Und sie werden das nur dann wollen, wenn sie dieses Grundbedürfnis noch nicht unterdrückt haben, nämlich Entdecker und Gestalter in dieser Welt zu sein und nicht Befehlsempfänger und Erfüllungsgehilfe. Jetzt haben wir es sehr gut auf den Punkt gebracht, glaube ich. Super schön. Und nochmal, um die Brücke zu schlagen zu den Medien. Was würdest du sagen, wenn man jetzt mit diesen Medien so in Verbindung ist und eben genau diese ja, gewisse Dinge vielleicht kompensieren möchte, wie du es ganz anfangs erzählt hast? Ich beobachte schon, dass, also zumindest in unserem Umfeld, die Kinder, die viel an so Geräten sind, einfach auch wenig Antrieb irgendwie haben, wenig Kreativität mehr haben. Und ist das irgendwie erklärbar, warum das so ist, dass das vielleicht irgendwie diese Dinge verstärkt? Nein, die meisten Kinder haben keine Aufgaben, an denen sie wachsen können im realen Leben. Also die haben auch nicht so sehr viel, worum sie sich auch gerne kümmern. Also man könnte auch sagen, sie haben auch nicht sehr viele Interessen außer Freizeitgestaltung und irgendwas. Man könnte es noch weiter treiben, könnte sagen, es gibt eigentlich nur selten Kinder, wo man spürt, dass denen wirklich was am Herzen liegt, was über ihr kleines Ego hinausreicht. Und das ist wieder identisch mit dem, was den Erwachsenen auch passiert ist. Auch denen liegt dann häufig nichts weiter mehr im Herzen als ihre Freizeitgestaltung und ihr kleines Ego und die Befriedigung von Ersatzbedürfnissen. Und da kann da eigentlich auch nichts weiter dabei herauskommen. Und dann sind diese digitalen Medien natürlich eine Möglichkeit, um da drauf rumzudatteln und aber das ist ja kein wirkliches Leben. Du weißt ja, dass du im realen Leben nichts tust. Du machst keine existenzielle Erfahrung und alles nur noch auf so einem Bildschirm und mit dem Drücken von Tasten, wo du genau weißt, kannst das Ding auch ausschalten und ob du das jetzt machst oder nicht, ist auch egal. Es kommt auf dich nicht mehr an in dieser Welt, wenn du ein Nutzer bist. Ja, sondern wenn du es dann später durchschaust, merkst du auch noch, du wirst auch noch benutzt von den Geräten, weil die dir dauernd irgendwas zuschicken und dich um irgendwas, also dir irgendwas einschwatzen wollen. Und jemand, der in dieser Welt unterwegs ist, ohne sich als Gestalter dieses eigenen Lebens und seiner Welt erleben zu dürfen,
der verliert die Freude am Leben. Und das ist das, was man dann sieht. Die sind sozusagen lebensunlustig oder so geworden. Wir haben gar kein gutes Wort dafür. Also diese unbekümmerte Begeisterung am Leben und am Entdecken und am Gestalten und an dem, was man alles so kann, die siehst du noch bei Dreijährigen und die ist oftmals bei Fünfjährigen schon weg, weil die da schon auf die Schule vorbereitet werden und ihnen dann mehr oder weniger auch schon gesagt wird, was sie nun alles zu lernen haben. Das geht ja dann auch im Kindergarten schon los, dass das fast eine Einrichtung ist, in der man lernt, wie man in der Schule dann weiterkommt. Und ja, dann wird es schwierig. Dann ist man sozusagen ziemlich verwickelt und verliert seine Freude am Leben. Also es gibt ja auch ein biologisches Prinzip, was da dahinter steckt. Es ist ja nicht so, dass man nur in der Schule lernt und man braucht auch nicht nur ein Gehirn, um zu lernen. Inzwischen wissen wir, dass sogar Pflanzen was lernen können, sogar einzelne Zellen können was lernen und ein ganzer Ameisenhaufen, also eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft kann auch was lernen. Jede Familie kann was lernen, Unternehmen können was lernen. So, das heißt, Lernen ist was Universelles, das ist gebunden an das Leben. Und da kann man sagen, wenn irgendwas Lebendiges nichts mehr lernen kann oder will, ist es tot. So, und das, also die Freude am Lernen ist dann sozusagen identisch mit der Freude am Leben. Und wer einem Kind die Freude am Lernen versaut oder wer ein Kind zwingt, seine eigene, ihm angeborene Freude am eigenen Entdecken und am Gestalten im Hirn zu unterdrücken, das ist ja das, was dann passiert. Das Kind wird gezwungen, das ist seine Lösung, weil es nicht gestalten kann, muss es seinen Gestaltungsdrang unterdrücken. Und wer ein Kind dazu zwingt, sozusagen seine Freude am Lernen zu unterdrücken, der zwingt das Kind, seine Freude am Leben zu unterdrücken. So, und deshalb sehen die alle halbtot aus. Aber leider eben noch schlimmer die Erwachsenen. Die haben das besonders tapfer zu Ende gebracht. Nicht alle, Gott sei Dank. Aber leider, es tut mir auch wirklich immer richtig weh, das zu sehen, leider sehr viele. Du musst einmal durch die Stadt gehen, da siehst du lauter Halbtote. Ja. Boah, das ist schön, dass du das so sagst gerade, weil das genauso eigentlich mein dritter Punkt ist, so warum ich beschreiben würde, warum wir jetzt auch keinerlei Probleme haben mit dem Umgang mit Medien. Also du hast anfangs von Verbot gesprochen, gibt es bei uns zum Beispiel auch nicht. Also die nutzen das auch mal, um eben mal Oma und Opa anzurufen oder mal eine Freundin zu schreiben oder eben auch mal was nachzuschauen. Aber ich beobachte bei meinen Kindern, dass sie dann, sobald das erledigt ist, sofort das Ding auch von alleine wieder zur Seite legen und gar kein Interesse von sich aus haben, da noch weiter irgendwas zu machen. Und meine Erklärung ist, weil eben dieses reale Leben so viel bietet und so spannend ist und es dort so viel zu entdecken gibt, dass ja eben diese virtuelle Welt dem gar nicht vorgezogen werden möchte. Also das ist so meine Erklärung. Ich glaube, das ist auch ein Blick, der wichtig ist, dass wir oft so denken, oh, diese bösen Geräte und Medien und alles, aber den Blick vielmehr, glaube ich, auf die reale Welt legen dürfen und dort zu schauen, was fehlt da eigentlich, was in der virtuellen Welt offensichtlich spannender ist oder vielleicht befriedigt werden kann oder sowas. Du sagst es ja selbst, das ist, solange diese digitalen Medien als Werkzeuge verwendet werden, nimmt man sie, wenn man was vollbringen will, was machen will, sei es mit der Oma zu chatten oder was auch immer oder irgendwas nachzuschauen. Und wenn man damit fertig ist, kann man die weglegen. Das ist so wie Hammer und Meißel. So, und die nimmst du ja auch nicht und rennst damit den ganzen Tag rum in der Hosentasche. Sondern oder fuchtelst damit umher. Und so kommen die mir vor, ja. Viele, die da in den digitalen Medien nicht mehr nur Werkzeuge sehen, sondern wichtige Instrumente, um mit ihrem Frust und ihrer Langeweile und ihrem Drang nach Anerkennung und Wertschätzung durch andere nachzugehen, die haben da ein Problem. Die laufen den ganzen Tag mit Hammer und Meißel rum, ohne irgendein Werk zu vollbringen. Und das verdirbt einem natürlich die Freude am Leben. Das ist ja auch total bescheuert. Was würdest du jetzt Eltern raten, die das beobachten, oh, mein Kind hat immer nur noch den Drang, am PC zu
zocken oder was weiß ich, am Handy zu sein. Kann man da einen pauschalen Tipp geben? Ja, dass diese beiden Eltern sich mal zusammensetzen und sich fragen, ob es irgendwas gibt, was ihnen eigentlich richtig Freude im Leben macht. Also das habe ich eben so flott dahergesagt, aber es muss natürlich im Leben von Erwachsenen auch etwas geben, worum die sich kümmern und was größer ist als ihr kleines Ego, das sie die ganze Zeit pflegen. Und wenn es da nichts gibt, dann ist da auch nichts und dann hat das Kind auch nichts anderes. Und das führt dann so weit, wie ich es mal erlebt habe, mit einer Familie, da war das kleine Töchterlein, das hatte dann die Diagnose ADHS bekommen und ich hatte mit den Eltern, die waren da so ratlos und da hatte ich so ein bisschen geredet. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, wer bestimmt denn eigentlich hier zu Hause, was hier gemacht wird und was nicht gemacht wird? Und dann guckten die beide zu dem schaukelnden Mariechen draußen auf der Wiese. Mariechen war der Bestimmer des Familienlebens geworden. Das ist schwierig, wenn man sich auf sowas einlässt. Mariechen kann das nämlich noch nicht. Mariechen weiß noch nicht, was im Leben wichtig ist und was da vielleicht weniger wichtig ist. Und deshalb muss man, so unangenehm das einem als Erwachsener auch sein mag, eine verantwortungsvolle Führungsrolle einnehmen. Positive Autorität hat man das mal genannt. Das ist uns immer ein bisschen widerlich, ja? Weil mit Autoritäten verbinden wir immer was nicht so günstiges, aber vielleicht nennt man es einfach einen Wegbegleiter. Der Wegbegleiter, der dich begleitet, muss wissen, wo es lang geht. Sonst ist es kein Wegbegleiter, sondern einer, der dich in die Irre führt. Und das dem Kind mitzugeben, ist, glaube ich, schon was ganz Wichtiges. Und deshalb, wenn die Eltern sich zusammensetzen, dann heißt eben eine dieser großen Fragen, wie man sein Leben so gemeinsam gestaltet. Was gibt es eigentlich, um das wir uns gemeinsam kümmern, was über unseren eigenen Tellerrand hinausreicht? So. Wie sieht das zum Beispiel draußen in der Stadt aus mit Nachbarn und Freunden? Kümmern wir uns um das, was in der Stadt oder in unserem Stadtteil oder in unserem Dorf abläuft? Oder ist uns das eher scheißegal? Wo kümmern wir uns um die Natur und um diesen verdreckten Bach, der da hier an unserem Haus lang fließt und worüber uns ständig nur ärgern, anstatt mal alle gemeinsam anzufassen, noch ein paar andere herzuholen und den endlich mal sauber zu machen? So, das sind alles Dinge, die man tun kann, wo es ein bisschen um mehr geht als um das kleine Ego und wo auch so eine Familie an einer gemeinsamen Aufgabe oder einem gemeinsamen Anliegen, was sie dann verfolgt, zusammenwächst. Und wenn Kinder das erleben, dass Erwachsene sich gemeinsam um etwas kümmern, was nicht nur Freizeit heißt, sondern was in einem tieferen Sinne existenziell ist, weil es zum Leben gehört, dann ist das wahrscheinlich die wichtigste Erfahrung, die die überhaupt machen können, weil sie sich dann eingebunden fühlen in nicht nur die Welt der Erwachsenen, sondern in die Welt, in der man etwas tut, damit diese Welt schöner wird oder angenehmer oder friedlicher. Und da gibt es so viel, was Erwachsene tun könnten, wenn sie es nur wollten oder es sich bewusst machten. Und in dem Augenblick, wo sie so etwas tun, weiß ich ganz genau, dass die Kinder da mitkommen. Wenn man nicht erst anfängt, wenn die dann schon in die Pubertät gekommen sind, da ist es zu spät. Da haben sie meist so viel Frust, dass sie mit diesen Eltern nichts mehr zu tun haben wollen. Aber vorher, wenn die noch kleiner sind, erleben diese Kinder es als was Großartiges, mit Mama und Papa gemeinsam den Wald aufzuräumen oder was auch immer. Ja. Ja, ist egal, was man da macht, es gibt so viele schöne Dinge, die man gemeinsam tun kann und die, wie das im Deutschen heißt, irgendwie Sinn machen. Also Sinn heißt, in einem größeren Kontext sozusagen einem die Gelegenheit geben, sich als Teil eines größeren Kontextes zu verstehen. Nicht als Egozentriker, der die Welt verändert, sondern als einer, der Teil dieser Welt ist. Und indem er sich in diese Welt einbringt, dann auch automatisch dazu beiträgt, dass sich da was verändert. Wow. Vielen Dank, Gerald. Wow. Vielen herzlichen Dank. Schön. Ja, ich hab noch viele Fragen und ich könnte dir gleichzeitig auch stundenlang zuhören. Aber
Ja, ich danke dir von Herzen, wirklich für Das, deine was wir Zeit. hier machen, das können ja immer nur Anregungen sein. Genau. Und ich habe also als Neurobiologe eben etwas gelernt. Das heißt, solange das auf so einer kognitiven Ebene abgehandelt wird, passiert nichts. Und es passiert aber sofort sehr, sehr viel, wenn man das in sich reinlässt, open your heart, und sich berühren lässt von dem, was da zwei Menschen miteinander bereden. Vielleicht haben wir jetzt das Kunststück fertiggebracht, miteinander zu reden, ohne irgendjemand überzeugen zu wollen. Ja. Sondern einfach, dass Leute da sitzen und plötzlich sich selber fragen, was ihnen wichtig ist und worauf sie vielleicht achten wollen in ihrem Leben. Und dann war es gut. Dann, glaube ich, passiert auch was. Weil wenn Menschen wieder in Berührung kommen mit dem, wovon sie sich eigentlich durch diesen Sozialisationsprozess, durch Erziehung und das, was wir Bildung nennen, abgetrennt haben, wenn sie wieder mit dem in Berührung kommen, was sie eigentlich tief im Inneren ausmacht, als sie und auch mal ausgemacht hat, als sie noch nicht verwickelt waren, dann passiert das große Wunder. Dann kriegen die plötzlich wieder Kontakt. Die Psychologen sagen das immer zum inneren Kind. Aber es ist ja nicht das innere Kind. Es sind diese authentischen Anteile in einem selbst, die man aus seiner Kindheit mitgebracht hat. Aber jetzt soll man ja nicht wieder ein Kind werden, sondern jetzt bist du ein erwachsener Mann und du hast viel von der Welt gesehen, hast viel gelernt und dir Fähigkeiten angeeignet. Und wenn du die jetzt mit diesen authentischen Anteilen, also mit deiner Liebe zu dir selbst und deinen Kindern und zur Welt verbindest, da kannst du keine Zerstörung mehr in die Welt bringen. Das geht gar nicht mehr. Dann ist diese ganze Destruktivität zu Ende und dann machst du auch keinen anderen Menschen noch nicht mal mehr ein Gänseblümchen zum Objekt. Und dann guckst du, dass alles, was lebt, sich entfalten kann. So. Und das, wenn das Kinder erleben, dass Eltern so unterwegs sind, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das andere Kinder werden und dann später auch andere Erwachsene, als wir das bisher noch so erleben. Ja. Es lässt sich durchbrechen. Aber eben Auf jeden Fall. nicht mit diesem ganzen Geschwätz und diesen klugen Reden, sondern indem man Bedingungen schafft, wo Menschen irgendwie Gelegenheit haben, tief im Inneren mit sich selbst in Berührung zu kommen. So, wir drücken mal die Daumen, dass da irgendwas in Bewegung kommt. Ich danke dir ganz herzlich. Das war ein schönes Gespräch. Ich danke dir von Herzen. Vielen Dank, Gerd. Wir sehen uns sicher wieder. Alles Gute. Ebenso, danke. Ciao. Ganz herzlichen Dank für dein Zuhören, deine Zeit, dein Interesse und deine Offenheit. Wenn dich das Thema schulfrei Leben ruft und du Unterstützung und Begleitung suchst, dann schau auf meiner Website unter www.chrisfader/schulfrei nach. Dort findest du mein 6-monatiges, umfangreiches Schulfrei-Coaching. Ansonsten freue ich mich, wenn du mich und diesen Podcast unterstützt, meine Kanäle auf YouTube, Instagram und Telegram abonnierst, dich in meinen Newsletter einträgst und natürlich freue ich mich auch sehr über eine kleine Spende als Wertschätzung oder eine Patreon-Mitgliedschaft, wo du mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen kannst. Gerne kannst du dir auch mein Debütalbum Liebe als CD oder als digitalen Download holen. Danke, dass du diese Folge weiter teilst und alles Liebe an dich von Herzen. Open your heart and just give love. Feels like crying, like a dove. Press the button, which is called restart. And be proud of who you are. Pay attention to your intuition. Focus on the good, make it your mission.